Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu eurem Liebeshoroskop im Januar 2017. Und ganz herzlichen Glückwunsch an alle Geburtstagskinder im Steinbock, die im Januar Geburtstag haben. Ich gehöre auch dazu. Mein Geburtstag fällt diesmal auf den 14. auf den Samstag und ich werde auch eine große Fete feiern und ihr hoffentlich auch. Ja, zum Start des Jahres kann es für euch noch das eine oder andere Missverständnis geben, was vielleicht auch das Beziehungsleben belastet. Deshalb nehmt euch in der Beziehung lieber nicht zu viel vor. Im Zweifelsfalle lieber kuscheln als reden. Ab der Monatsmitte seht ihr dann wieder klarer, ob beim Flirten oder in anregenden Gesprächen mit dem Partner. Dann wisst ihr, was ihr wollt und findet die richtigen Worte. Ja, fangen wir an mit eurem Erlebnishintergrund, den langfristigen Planeten, die für euch besonders wichtig sind. Also, da ist zunächst mal der Jupiter, der ja für die Steinbock-Geborenen im Haus der Karriere und des Erfolgs steht und damit gut, aber eben in einer Quadratspannung auf die Sonne. Ne? Das ist eine Spannung hier. Und das spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 10. bis 16. Januar. Das heißt, ihr nehmt euch sehr viel vor, ihr seid wahrscheinlich auch erfolgreich, aber ihr lauft so ein bisschen Gefahr, euch damit zu übernehmen. Ne? Teilt euch die Zeit dann lieber gut ein. Denn wenn ihr dann plötzlich einen Ausfall habt, dann ist ja damit keinem gedient. Genau. Und dann natürlich weiterhin sehr wichtig für die Steinböcke ist, dass der Pluto in eurem Zeichen steht und dort also sehr große Transformationen im Leben bringt, vielleicht auch Krisen, die einen nötigen, sich zu ändern, etwas im Leben zu verändern. Und das spüren jetzt im Januar besonders diejenigen, die vom 6. bis 11. Januar Geburtstag haben. Da ist dann jetzt auch noch der rückläufige Merkur dabei. Also deswegen die Sache mit den Missverständnissen, da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen. Man ist dann vielleicht auch manchmal gereizt oder sagt Dinge, die zu krass sind, ne, mit dieser Pluto-Betonung. Deswegen würde ich euch da allen raten, den Ball eher ein bisschen flach zu halten. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder vom 6. bis 11. Januar. Die haben denn also diesen Monat auf der Sonne stehen, in Pluto, und befinden sich mitten in einem Transformationsprozess. Dann gibt es noch einen schönen Aspekt von Romantikplaneten Neptun. Der steht für die Steinbock-Geborenen im positiven Aspekt und bringt so eine Öffnung für Romantisches. Und auch durchaus eine besondere Lust an Fantasie und Fantasiegeschichten hier, weil es im dritten Haus steht, macht euch sehr fantasievoll. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder zwischen dem 29. Dezember und 3. Januar in diesem Monat. Ja, und dann wirkt auch noch eine Spannung von Uranus auf euch ein. Hier im 4. Haus für euch in Spannung auf die Steinbock-Sonne und eben leider teilweise auch auf den Pluto, was auch gesellschaftlich recht harte Spannungen und Entwicklungen mit sich bringen kann. Und das spüren diesen Monat besonders die vom 19. bis 14. Januar Geborenen. Das können Entwicklungen in der Familie sein, die also plötzlich eure Aufmerksamkeit erfordern, wo ihr dann euch hinwenden müsst, auch wenn ihr vielleicht gar keine Zeit habt oder ganz andere Sachen gerade anstehen. Und können auch plötzliche Entwicklung in eurem Heim sein, eurer Wohnung, dass da irgendwas ausfällt. Uranus auch Internet, Elektrizität, also vielleicht habt ihr da Ausfälle und Probleme. Also alles, was mit eurer Familie oder auch mit eurem Wohnen, mit dem, wo ihr euch zu Hause fühlt, zu tun hat, ist immer mal wieder abrupten Störungen ausgesetzt. Und da könnt ihr nichts machen, da müsst ihr echt die Ruhe bewahren und dann euch da drauf einlassen, da entsprechend dann Verantwortung zu übernehmen. Genau. So, jetzt zu den aktuellen Konstellationen. Da gehen wir wieder zurück auf den Neumond, der ja das Thema der nächsten 4 Wochen vorgibt. Und der letzte Neumond fand statt am 29.12.2016 für euch im Zeichen Steinbock. Und da geht es also jetzt wirklich um euch persönlich, dass ihr Pläne macht. Passt natürlich auch sehr gut zum neuen Jahr. Ihr macht Pläne dafür, wo es für euch hingehen soll. Aber mit dem rückläufigen Merkur ist es eben so eine verinnerlichte Energie. Also es geht wirklich auch darum, erstmal in sich zu gehen und zu reflektieren. Und auch zu gucken, auf welcher Basis macht ihr die Pläne, warum und worum soll es gehen und was wollt ihr damit erreichen. Und ihr solltet euch auch dafür offen halten, dass sich Pläne wieder ändern, weil der Merkur eben rückläufig ist und vielleicht seht ihr das dann ab der Mitte des Monats nochmal anders. Also setzt euch jetzt auch nicht zu sehr unter Druck damit. Ne?
Genau. Ja, dann nächste Konstellation wäre, dass die Venus ins Zeichen Fische geht am 3. Januar. Schöne Konstellation, schöne Position für die Steinbockgeborenen. Damit gesellt sie sich zu den ganzen anderen Fischeplaneten. Eure Fantasie wird also sehr angeregt. Es wird ein Monat, wo ihr sehr gut darin seid, im Liebesgeflüster und darin die richtigen Worte zu finden, auch wenn anfangs der Merkur ja noch rückläufig ist. Aber trotzdem, viele Steinböcke finden jetzt die richtigen Worte und sind auch vielleicht nicht ganz so harsch wie sonst oft, ne? Steinböcke sind ja manchmal recht ruppig und sagen auch so direkt raus, was sie so meinen. Und ich denke mal hier, mit dieser schönen Betonung in den Fischen, seid ihr vielleicht jetzt etwas mehr diplomatisch und liebevoll, wenn es darum geht, euch auszudrücken. Jedenfalls ist das Potenzial dafür da. Genau. Dann am 8.1., wie gesagt, geht Merkur wieder in den Vorwärtsgang aus dem Zeichen Schütze raus. Er steht dann noch bei euch im 12. Haus, kann also vielleicht noch ein bisschen dauern, bis ihr davon was merkt, aber dann so spätestens ab dem 12. und dann sind wir schon bei dem Vollmond. Ja, ach so, und ihr werdet natürlich auch diese Phase spüren, die da kritisch ist, die so am 4., 5. losgeht, wenn die Sonne hier direkt in die Konjunktion mit Pluto reinläuft und damit auch die Spannung zu Uranus nochmal aktiviert. Ist also auch ein gesellschaftlich schwieriger Aspekt und irgendwie steht ihr da auch so ein bisschen im Brennpunkt. Vielleicht auch als Persönlichkeiten, die da als Helden gefragt sind und die sich da hervortun können. Also haltet da mal die Augen offen in der Zeit. Das kann vielleicht eine sehr wichtige Phase für euch werden. Und die ist so vom 4., 5. bis zum 12., würde ich eigentlich sagen, weil das geht dann ja direkt in diesen Vollmond über. Und das ist ja eine ziemlich krasse Konstellation, könnt ihr hier sehen, an diesem wilden, genauen Quadrat, was sich dann da bildet. Und eine Spitze zeigt eben genau ins Zeichen Steinbocks. Also spannungsreich für euch auch und spielt sich auch noch für euch auf der Beziehungsachse ab. Also ihr müsst euch da nicht wundern, wenn es in dieser Zeit vielleicht auch zu Auseinandersetzungen kommt. Es beleuchtet aber natürlich auch eure Angelegenheiten. Also da, wo ihr in der Beziehung was vielleicht im Argen liegen habt, dann würde das zutage treten oder vielleicht fasst sich euer Partner mal endlich ein Herz, mit euch mal was anzusprechen. Und dann solltet ihr das auch machen, zumal ihr ja hier diese guten Planeten in den Fischen habt und vielleicht wirklich auf eine sanfte und einfühlsame Weise euch dazu äußern könnt. Auf jeden Fall, dieser Vollmond ist so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Da würde ich an eurer Stelle nichts machen, was irgendwie riskant ist. Also sportlich zum Beispiel oder reisemäßig oder so, ne? Da würde ich schon ein bisschen, also da solltet ihr auf euch Acht geben und auch auf diejenigen, die euch wichtig sind. Und schlafen könnt ihr da wahrscheinlich auch nicht. Deswegen ist dann auch natürlich eine gute Idee, wenn ihr in der Partnerschaft seid oder vielleicht einen Flirt habt, euch einfach dann zu zweit eine heiße Nacht zu machen, anstatt euch schlaflos herumzuwälzen. Genau. Ja, dann haben wir die nächste wichtige Konstellation für euch dann eigentlich schon am 19., wenn dann die Sonne ins Zeichen Wassermann läuft und damit für euch ins zweite Haus, ins Geldhaus. Das ist ein guter Monat dann. Ein ganzer Monat geht die Kraft und die Vitalität der Sonne bei euch ins Geldhaus. Kommt vielleicht Geld rein, vielleicht auch aus irgendwas, was ihr gemacht habt im Dezember und Januar. Ist bei mir hoffentlich der Fall, nach den ganzen Jahreshoroskopen. Und ist auch eine gute Zeit für den Selbstwert. Also vielleicht bekommt ihr auch eine Zuwendung von jemandem, einem Partner oder einem Flirt oder so, dass ihr euch dann richtig gut fühlt. Ja? Genau. Aber jetzt habe ich hier vor lauter kritischen Phasen hier eine Top-Phase übersehen. Die wollte ich euch doch noch nennen. Und zwar ist eine Top-Phase für euch am 7. und 8. Januar. Die fällt zwar in diese kritische Phase rein, wo wir hier genau eine Sonne-Pluto-Konjunktion haben, aber diese Spannung wird so ein bisschen abgemildert durch den Mond, der dann im Stier steht, 2 Tage lang. Und es ist eben Wochenende. Und das ist vielleicht eine gute Zeit für Steinbock-Singles, um jemanden kennenzulernen. Ist ja hier bei euch im 5. Haus. Also es ist eine Zeit für heißen Sex. Und mit Sonne-Pluto ist es sicher so, dass ihr sehr faszinierend wirkt auf andere. Also es macht euch auch sehr charismatisch, ne? Darf man nicht vergessen. Also der 7. und 8. ist sicherlich dann in dieser Spannung wieder ein Moment von 2 Tagen, wo es wieder ganz gut ist, wo man sich wieder ganz gut entspannen kann. Genau. Und auch durch Kreativität übrigens. Wer von euch kreativ ist oder vielleicht gerne tanzen geht, sich auch gerne bewegt, der kann darüber auch sehr gut Spannung abbauen an dem Wochenende.
Genau. So, jetzt waren wir ja schon vorher beim 19. und dann kommt nämlich auch ein Top-Tag für euch am 20. und 21. Da haben wir den Mond im Skorpion. Der steht dann im günstigen Winkel für euch zur Steinbocksonne und aktiviert auch die Lilith. Ist vielleicht eine Zeit, um sich mit Freundinnen zu treffen oder vielleicht auch für Freundinnen da zu sein, da gute Impulse rauszuziehen aus Freundschaften. Und ist auch vielleicht eine Zeit, wo ihr stark nach eurer Meinung gefragt werdet, weil da auch hier diese mitfühlenden Konstellationen aktiviert werden. Und da wir ja eine kritische Phase haben, eigentlich vom 20. bis 27. mit dem Saturn, der hier in Spannung steht zu den ganzen Fischeplaneten, die jetzt für euch aber nicht so schwierig ist, weil ihr da als Steinbock nicht so von betroffen seid, dann könnt ihr in dieser Zeit auch wiederum sehr gefragt werden, da vielleicht zu schlichten, die Wogen zu glätten oder eine gute Idee zu haben oder jemandem eine starke Schulter zu bieten. Ne? Könnt ihr euch auch merken. Da könnt ihr dann die Helden sein vielleicht. Genau. Ja, wie gesagt, dann der 28.1., da haben wir den Neumond im Wassermann für euch im Geldhaus. Ne? Könnt ihr euch also vielleicht mal überlegen, ob ihr neue Impulse in Sachen Finanzen setzen wollt oder was ihr erreichen wollt finanziell. Im nächsten Monat oder auch in den nächsten 12 Monaten kann man gut drüber nachdenken mit einem Neumond. Und es geht auch um euer Selbstwertgefühl. Also was möchtet ihr tun oder was sollen andere auch tun, damit ihr euch wohlfühlt in eurer Haut? Und das kann auch manchmal eine Überlegung sein in der Partnerschaft dann. Ne? Vielleicht, dass man sich da gegenseitig mehr stärkt, damit man eben ein gutes Selbstwertgefühl hat. Genau. So, und dann wichtig für euch ist auch, dass dann der Mars am 28. ins Zeichen Widder geht. Und da ist dann nochmal ein starker Impuls im Familienbereich, wo ja sowieso schon der Uranus steht und immer mal wieder für Unruhe sorgt. Also das kann schon sein, dass dann euer Familienleben so ein bisschen aufgemischt wird für die nächsten 4 Wochen. Müsst ihr dann mal drauf achten. Mars ist ja so der junge Mann. Das kann also zum Beispiel, also es ist entweder ein Sohn vielleicht, wenn ihr Kinder habt, der aufsässig ist, oder der Freund einer Tochter, oder wenn es um euer Haus geht, kann es vielleicht auch ein Handwerker sein, mit dem es Probleme gibt. Das könnte dann so in den nächsten 4 Wochen Thema werden. Da kommt dann sehr viel Energie rein. Aber die Venus kommt ja dann auch noch hinterher und das ist dann wieder eigentlich eine schöne und glücksversprechende Konstellation, weil die Venus führt dann eben auch dazu, dass wieder Beziehungszusammenhalt sich ergibt. Vielleicht bringt der Mars ja auch einfach nur ein paar Sachen mal endlich zum Vorschein, über die mal geredet werden muss. Und die Venus hilft dann auch, dass man sich da wieder aussöhnen kann. Es wird auf jeden Fall eine recht turbulente Zeit dann bei euch in eurem Familienleben oder eurem Heim, was ihr dann da eben auch so vorhabt. Könnt ihr ja schon mal drüber nachdenken, was ihr vorhabt im Februar. Ja, meine liebe Steinbock-Geborenen. Dann waren das soweit die Tendenzen für euch im Januar. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass es auch diesmal wieder eine Verlosung gibt unter allen meinen Abonnenten. 15 Minuten Kurzberatung. Also falls ihr vielleicht eine spezielle Frage habt, dann könnt ihr da gerne mitmachen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Das ist hier oben eingeblendet. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch eine Beratung bei mir buchen oder auf meiner neuen Hotline anrufen. Dazu könnt ihr über mein Kundentelefon euch erstmal mit mir verabreden und dann bekommt ihr von mir die Hotline-Nummer, um dann mit mir eben zum Minutenpreis von 2,99 zu telefonieren. Und dann noch für alle, die es interessiert, ich biete ab Januar meinen Ausbildungsteil in Astrologie, den dritten Teil an, Liebe und Beziehungen im Horoskop. Und falls es euch interessiert, dazu gibt es ein kostenloses Infowebinar. Auch das ist hier verlinkt. Könnt ihr entweder noch teilnehmen oder euch als Video anschauen, falls euch das interessiert und ihr vielleicht an dem Kurs teilnehmen möchtet. Ja, meine lieben Steinböcke, damit wünsche ich euch einen guten Geburtstagsmonat. Lasst uns ordentlich feiern. Ich werde eine schöne Fete machen, ihr hoffentlich auch. Und lasst euch nicht von den schwierigen Konstellationen ärgern, denn ihr habt ja jetzt sehr viel Fantasie und Feingefühl. Ihr kriegt das schon hin. Also, alles Gute mit den Sternen.